Hallo, ich liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Archero. Zweites Kapitel Sturmwüste. Wir haben schon 42 von 50 erreicht. Und wir wollen natürlich... Okay, Querschläger ist wichtiger. Wir wollen natürlich das Maximum rausholen, ist ja klar. 600, yay. Nehme ich. Leider zählt es nicht gleich zu meiner... Diese Spinnen, Alter. Da erzähl ich nicht gleich zu meinem Level dazu. Bedauerlich. Bam. Oh, ich dachte, die würden beide aufeinander stehen. Oh, Querschläger schon. Muah. Deliziös. Diagonalpfeile. Probieren mal, ob das halt auch mit dem... Okay, Diagonalpfeile, scheiße. Zumindest zum jetzigen Zeitpunkt brauche ich es nicht. Vielleicht ist es irgendwann alles mal nützlich, aber ich kann es mir gerade nicht vorstellen. Was war die Alternative zu Diagonalpfeile? Das war was Gutes, ne? Ach, so ein Müll. Giftring gibt es aber tatsächlich auch. Rückpfeil, Seitenpfeil. Na, keine Ahnung. Das ist eher ein schlechter Run. Zwei nutzlose Skills bekommen. Oder genutzt. Benutzt. Ich bin wie so ein, wie so ein Nadelkissen, ey. Hab auf jeder Seite Nadeln. Ich hab vor diesem Wirbelsturm echt Respekt, ey. Wird noch eine Weile dauern, bis ich die Thematik, die Technik dahinter verstanden habe, wahrscheinlich. Eigentlich ist es relativ easy, aber nicht beim Bossgegner. Der hat beim Bossgegner ist eine andere Technik dahinter. Die gehen im Kreis, die Dinger. Dann haben wir jetzt noch Level 4 erreicht. Ah, fuck, ey. Ja, genau der da. Weil wenn man genug Raum hat, dann ist es auch easy, aber wenn der Typ immer näher kommt, was er ja immer macht. Diesen Bossgänger finde ich so schlimm. Den gleich als erstes zu bekommen, widerlich, ey. Schade, dass man sowas nicht im Koop spielen kann, wobei es natürlich auch nur eine App ist, muss man mal sagen. Ne? Das ist jetzt irgendwie kein Steam-Game oder so. Es ist da tatsächlich nur eine App. Oh. Wow, du bist doch noch da. Wow, okay. Du kommst aber super selten. Guck mal, deswegen heißt es Frontpfeil plus 1. Die Seitenpfeile und so weiter zählen hat dazu nicht. Alles klar. Mein Leben ist jetzt aber ziemlich low, ne? Eieiei. Oh, elastische Wand ist eine gute Sache mit den ganzen Pfeilen. Bis
bis sie irgendwann alle mal getroffen werden. Ja, gleich kommen die Bombentypen. Die kommen tatsächlich erst ab einem bestimmten Level. Oh, Schriftfunk kriege ich auf jeden Fall eine ganze Menge schon mal. GP-Boost? Ach, danke sehr. Hab gerade Damage bekommen und gleichzeitig wieder einen Live-Kristall zu bekommen. Nice. Die wissen gar nicht, wo sie hingeschleudert werden sollen. Irgendwo noch ein Alligator, ne? Na. Ein Feueralligator. Und Level up. Ah, scheiße. Ja, unbesiegbar kann entweder mal nicht schaden, ne? War gerade bei sowas hier. Kopfschuss. Ah, schon wieder ein Gegner. Aber zumindest kommt der Magier nicht mehr. Der Magier ist dead. Sie machen Kollisionsdamage. Ich hasse diese Spinnen. Brandgefährlich, die Viecher. So viele Projektile. Und die machen dann auch noch Kollisionsdamage. Sehr gut. Attack Speed dazu bekommen. Okay. Nehme ich. Na, jetzt kommen die Viecher. Angriffsboost. Der mich abbrannt. Schon wieder, natürlich. Okay, das war's wahrscheinlich gewesen. Ja. Geht von aus, oder? Nein, doch nicht. Wenn du mich nicht anspringst, dann auch nicht. Wo ist mein Lifesteal-Skill? So schade, dass sie ihn rausgenommen haben. So bedauerlich. Und keine einzelnen Lebenskristalle hier. Muss mich leider heilen. Dann wäre ich wieder wahrscheinlich gestorben. Na klar, es. Natürlich! Was auch sonst? Er muss sich natürlich dahinter verstecken. Gibt's da wohl nicht. Gibst du mir verdammt nochmal jetzt irgendwie ein Lebenskristall? Das wäre mal mega nice.
Alligator. Du schon wieder. So. Wen haben wir denn jetzt? Wir haben zwei Bossgegner schon gehabt. Kann ja gerade noch einer sein, den ich noch nicht gesehen habe, oder zwei? Ah ja, okay, der. Der nicht zu unterschätzen ist. Oh, das sind gleich am Anfang schon zwei, okay. Ich gucke an sich eigentlich nicht wirklich aufs Schlachtfeld. Ich gucke einfach so über alles rüber, ob hier irgendwo in der Nähe ein Gegner auf mich zukommt. Und wenn ja, dann bewege ich mich. Außer natürlich, ich mache sie kaputt, dann bewege ich natürlich woanders hin. Jetzt ist hier gar nicht mehr durch. Eieieiei. Okay. Jing. Oh, jetzt kommt er. 600 Leben hätte ich da nur noch. Eigentlich kann ich mir das nicht erlauben. Ich hätte noch ein bisschen mehr, aber selbst das könnte ich mir nicht erlauben. Level 9. Brennen. Na, ist auch nicht verkehrt. Alle verbrennen, die ich mit meinen Pfeilen treffe. War gleich mal ein Headshot gewesen, ne? Aber brennen, das hört, glaube ich, irgendwann wieder auf, ne? Das ist, glaube ich, nicht bis endlos. Eine Vergiftung war ja, bis sie tot sind. Aber es hat einen ziemlich hohen Intervall. Das Brennen. Ah, da kommen sie schon wieder, die Schießer. Man kann sie auch die Schisser nennen. Wie viel Leben die haben. Irre. Keine Lebenspunkte. Ah, Kritmeister wäre schon geil. Okay, nehmen wir mit. Auch auf die Gefahr hin, jetzt zu sterben. Uiuiui. Aber sowas von wahrscheinlich ist das. Können wir auch ein paar Heilkristalle geben? Das wäre auch nicht verkehrt. Die nehme ich auch gerne. Ja, okay. Naja, 25 Leben habe ich noch. Nur trotzdem leider kein Kristall. Nee. 350 Schaden. Da bringt der GP-Bus überhaupt nichts, ne? Das hat nicht viel. Können wir aufrüsten? Komm, das da. Ah, heilende Wirkung des roten Herzens plus 50 auf plus 100. Das ist aber auch okay. Das ist in Ordnung. Ach komm, weißt du was? Scheiß drauf. Oh, guck mal, ich kann hier raufklicken. Ah, ich kann das auch wieder machen. Ernsthaft? Okay. Easy Punkte farmen. Easy. Mhm, okay. Ja, alles klar, meine lieben Freunde. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Archero. Vielen Dank fürs Zusehen und bis dahin.
Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao, ciao.